und herzlich willkommen zu einer neuen Infinus aus dem SCS Software Blog. Ja, SCS ist wieder weiter am Bauen, denn sie fahren parallel zweigleisig. Es gibt zwei Projekte, wo SCS gerade dran arbeitet. Das ist einmal das Griechenland-DLC, wissen wir ja schon lange. Und was natürlich auch schon mehrmals geteasert wurde, ist natürlich, oder schon angesprochen wurde, ist Skandinavien. Skandinavien wird sich ja weiter in Richtung Norden. Und das wird ein Riesenprojekt, meine Damen und Herren. Warum ein Riesenprojekt? SCS schreibt selber, sie haben jetzt quasi zwei Karten, die sie jetzt bauen wollen, oder zwei DLCs, nennen wir es so. Und jetzt ist es so, dass dieses DLC hier mehrere Jahre dauert. Holla die Waldfee, das muss ein riesen Ding werden. Und das, was wir hier sehen, ist natürlich ein kleiner Ausschnitt von dem, was da auf uns zukommt. Man kann es natürlich in der Steam-Wishliste schon mal adden, finde ich gut. Und da steht hier Nordic Horizont. So nennt sich das alles hier. Finde ich gut. Also wie schon gesagt, sie sind jetzt in der glücklichen Position, darüber mal zu sprechen. Normal macht SCS ja das nicht, gerade nämlich ETS 2. ATS wieder eine andere Geschichte. Und hier steht es nochmal. Also die Vorproduktion bis zur Optimierung und zur Veröffentlichung mehrere Jahre dauern wird das Ganze. Also Nordic Horizont, also nicht, wir reden jetzt hier wahrscheinlich nicht von 24, nicht 25, vielleicht sogar 26 oder sogar erst 27 wird dieses Nordic DLC kommen. Lassen wir uns überraschen, wie schnell das sie sind, wie sie vorankommen. Das muss man ja natürlich alles sehen. Aber wir wissen, SCS ist dann hier fleißig am Bauen. Also das Video haben wir uns jetzt hier schon gerade angeguckt. Ich hier vielleicht mal so ein paar kleine Bildchen noch. Es sieht natürlich mega geil aus, ne? Und das haben sich auch sehr viele Leute gewünscht, dass Skandinavien weiter ausgebaut wird. Ne? Finde ich mega geil. Vor allen Dingen jetzt hier schon die Berge und so. Und mit dem, was wir oder was SCS natürlich alles machen kann, mit den ganzen High Skyboxen und so, das, man sieht es ja eigentlich dann schon an den Screenshots hier, wie schön das aussieht. Ne? Die Berge, schön detailreich und so das Ganze. Richtig, richtig cool. Also es sind natürlich jetzt die Bildchen, die wir jetzt gerade in dem Video gesehen haben. Finde ich einfach geil. So, Dutzende Städte. Also ich weiß nicht, wie viel. Ich bin gespannt. Ich glaube, Griechenland hat, glaube ich, 14, irgendwie so. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, 14 neue Städte kommen in Griechenland dazu. Aber hier haben wir es. Dutzende Städte, malerische Städtchen, wunderschöne Landschaften. Wir werden über diverse Fjords, glaube ich, fahren können. Und steht hier auch schon mit drin. Genau, weitlaufende Fjorde Norwegens bis zur arktischen Ozean können wir dann erkunden. Was das dann heißt, für mich ist ein arktischer Ozean, wenn ich dann irgendwie an der Straße lang fahre und nach links zum Meer gucke, dümpeln da für mich dann schon ein Eisberg, wo ein Eisbär drauf sitzt oder vielleicht ein Pinguin, je nachdem. Also finde ich cool, wir sehen unterwegs ausschauen nach Rentieren, sieht man dann hier. Also es wird richtig, richtig geil. Ich bin richtig gespannt und ich fahre gerne nach Skandinavien, ist sehr, sehr toll da oben. Und ja, geil. Finde ich mega, mega cool, dass da aber in dem hin was kommt. So, wir haben Industriegebiete, Minen, Papierfabriken. Guck mal, LKW-Abenteuer, eine zusätzliche Ebene des Realismus verleihen. Da bin ich mal gespannt, was da dann kommt. So eine Mine, eine Mine haben wir so, glaube ich, noch gar nicht, oder? Nee, glaube ich, ne? Dann Finnlands Lappland mit seinen dichten Nadelwäldern und weitläufigen kargen Tundra. Da kommt mir immer sofort dieses Bild, was man immer so kennt, wenn die LKWs in Lappland so entlangfahren, rechts links Wald und überall Schnee. Schnee treiben ohne Ende. Das mega, mega geil. Also da lassen wir uns mal jetzt, da freuen wir uns jetzt mal drauf, ne? Hier steht noch im Bereich LKW-Transport ist die DLC eine Hommage an die reiche Geschichte Skandinaviens. Geil. Eine Hommage oder ikonischer Marken wie Scania und Volvo. Vielleicht kommt ja da noch irgendwas in der Richtung. Wer weiß. Wollen wir mal gucken, ne? So, und wir vergessen nicht die schiere Größe des DLC. Also, wenn man sich jetzt, man müsste sich das jetzt auf der Karte nochmal anschauen. Ich meine, so Spanien und so war ja auch schon mit Portugal, war ja schon enorm groß und auch Italien langgezogen. Aber das wird anscheinend, soll das das größte DLC werden? Unzählige Kilometer Straßen, Alter, Nordic Horizont, nahtlose Mischung, Naturgeschichte, Truckspannung, Alter, es wird so geil, Alter, es wird so 3-4 Eier bestimmt. Ihr wisst Bescheid, meine Damen und Herren, freut euch jetzt mal auf 20, 26, keine Ahnung, feiern wir noch zweimal Silvester, dann kommt es bestimmt. Egal, wir freuen uns, dass SCS natürlich in den Norden weiter dran rumschraubt jetzt, finden wir cool. Und wenn ihr da noch Fragen habt, dann dürft ihr es natürlich gerne machen. Einfach kommentieren, wie immer. Ansonsten lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und ja, have fun mit dieser News. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und adios.